Zum Start vielleicht einfach ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Martin Klein. Ich bin seit Ende 2019 jetzt bei der Firma Kaut Bullinger als Bereichsleiter mit dabei. Bin seit über 20 Jahren im Bereich E-Commerce unterwegs. Meine letzten beiden Stationen im E-Commerce waren bei den Marken Reisendel Accessoires und bei der Firma Eddie Bauer. Da war ich jeweils initial damit beschäftigt, den Bereich B2C neu mit auf- und auszubauen. So, es geht weiter. Zum Einstieg vielleicht ein paar Worte zu Kaut Bullinger. Keine Angst, es soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung oder irgendein Werbeblock werden. Es geht mir jetzt einfach mal darum zu zeigen, Mensch, wer sind wir und was machen wir eigentlich bei Kaut Bullinger? Die Kurzversion zu Hause für meine Kinder ist immer, wenn sie fragen, Papa, was machst du? Das sage ich denen, ja, wir verkaufen Stifte, Blöcke und Ordner. Damit sind die Kinder dann im ersten Augenblick zufrieden und gehen dann auch wieder weiter und spielen. Für uns hier bei Kaut Bullinger muss man sagen, Stifte und Blöcke sind jetzt per se nicht sonderlich sexy, aber wir müssen uns immer wieder schaffen, diese Produkte neu zu verkaufen, immer wieder neu darzustellen. Und da es die Firma jetzt auch schon seit über 225 Jahren gibt, behaupte ich mal, dass wir das auch relativ gut gelernt haben. Zur Firmenhistorie, wie kurz erwähnt, die Firma gibt es seit 1794. Wir sind im Jahr 1894 zum königlichen bayerischen Hoflieferanten ernannt worden. Im Jahr 1972 haben wir unserem Marienplatz ein relativ großes Verkaufshaus gegönnt mit einer Fläche von über 2000 Quadratmeter auf 5 Etagen. Im Jahr 92 erfolgte dann, ich habe da noch ein Bildchen dazu von unserem Store, im Jahr 92 erfolgte dann der Umzug aus der Innenstadt heraus in unseren neuen Firmensitz im Süden von München. Da haben wir wirklich groß gebaut mit einem Bürokomplex und einer kompletten eigenen Logistik. Mittlerweile umfasst die Firma Kaut Bullinger über 500 Mitarbeiter und wir erwirtschaften im Jahr einen Umsatz von über 100 Millionen Euro, wo man auch dazu sagen muss, dass der Schwerpunkt eindeutig im Bereich B2B liegt. Folie von uns, neben den ganz klassischen Stiften, Büroblöcken, die Sie von uns in allen Formen, in allen Farben, von allen Marken, sei es ein Tesa, ein Leitz, ein U und Edding kaufen können, haben wir uns im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Sie können von uns eine komplette Bürotechnik beziehen, also Sie können Ihr Büro mit Drucker, mit Bildschirmen, mit Schreibtischen ausstatten lassen. In den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist der Bereich 3D-Druck. Da haben wir bei uns eigene 3D-Druckmaschinen vor Ort, wo wir für Sie 3D-Sachen drucken können, wo wir aber auch gerne die Maschinen an Sie weiterverkaufen. Wenn Sie ein neues Bürogebäude einziehen, übernehmen wir auch gern dafür das komplette Design. Also das geht über den Büroarbeitsplatz hinaus, so dass wir einen Empfangsbereich mitgestalten können, dass wir die Lichtanlage, dass wir eine Rauschunterdrückungsanlage mit einbauen können. Wir haben einen großen Bereich, es nennt sich LFP-Drucker, also LFP Large Format Printing. Wenn Sie im Bereich Messebau aktiv sind, wenn Sie im Bereich Plakate, Werbemittel unterwegs sind, drucken wir sehr, sehr gern für Sie die ganzen Plakate, Werbemittel, bieten Ihnen aber auch natürlich gerne an, dass wir Ihnen die Maschinen verkaufen. Und nicht zuletzt, damit sind wir groß geworden, wir haben speziell in Bayern 7 Läden, 7 Stores, über die wir noch auch offline erreichbar sind. So, E-Business bei Kaut Bullinger. E-Business besteht bei uns, ich definiere das mal so, auf einem Vier-Säulen-Modell. Über dieses Vier-Säulen-Modell vertreiben wir aktuell über 100.000 unterschiedliche Artikel. Wir haben im Jahr über 400.000 Bestellungen und der Online-Anteil liegt dabei deutlich über 60% mit momentaner steigenden Tendenz. Wir haben mittlerweile 7 verschiedene Shops auf 5 Shopsystemen mit teilweise unterschiedlichen Sortimenten am Laufen
Und wir haben 8 verschiedene Kanäle, über die wir dann versuchen, den Kunden, den bestehenden Kunden, aber auch potenziellen Kunden zu erreichen. Die 4 Säulen, in denen wir arbeiten, das ist zum einen unser ganz normaler Webshop unter kautbullinger.de, so wie Sie ihn jederzeit Tag und Nacht aufrufen können. Wir haben vorne eine Weiche eingebaut, wo Sie erstmal gefragt werden, Mensch, sind Sie für B2C, also sind Sie Privatkunde oder sind Sie gewerblicher Kunde? Im Hintergrund ist da nicht so viel Magic. Es ist ein ganz normaler Shop mit den normalen Funktionalitäten, wie man ihn heutzutage im Standard erwartet. Also eine Suchfunktion, ein Merkzettel. Wir haben ein Checkout mit unterschiedlichen Zahlungsarten. Ja, Standard im Prinzip. Im Bereich B2B ist der Shop für Kunden konzipiert, die immer wieder mal einzelne Artikel bestellen und keine besonderen Anforderungen haben, also einfach Standard. Sollten Sie dann im größeren Stil und häufiger bei uns einkaufen, haben wir dafür zusammen mit IntelliShop eben auch einen Premium-Shop entwickelt. Was ist das Besondere von dem Premium-Shop? Wir haben über den Premium-Shop die Möglichkeit, dass wir für Sie eigenes Sortiment einspielen. Sie haben da die Möglichkeit, dass Sie eigene Kostensteuern hinterlegen. Es gibt verschiedene Freigabeprozesse, weil nicht in jeder Firma jeder alles bestellen darf. Und manchmal darf nur der eine bestellen und der andere darf es freigeben. Dann gibt es Konstrukte, wo jeder Einkäufer im Jahr nur für so und so viel 1.000 Euro bestellen darf. Auch dafür haben wir dann Regelungen gefunden. Und es gibt dann auch noch Kunden, also wir haben, welche Kunden stecken damit dahinter? Wir haben bayerische Behörden dahinter, wir haben Bundesbehörden mit dahinter, wir haben große Versicherungen mit dahinter, wir haben Motorenbauer mit dahinter, aber auch Universitäten und ganze Klinikverbände, bei denen ist es dann auch oft wichtig, dass unterschiedliche Lieferadressen und Kostensteuern mit angegeben werden können. Die 3. Säule, das sind die Marktplätze. Marktplätze jetzt vorrangig im Bereich B2B. Wir steuern aktuell, tagesaktuell über 20, 25 verschiedene Marktplätze an, wo wir jeden Tag frische Artikel, frische Produkte ausgeben. Einer der bekanntesten Marktplätze ist sicherlich Amazon Marketplace, aber bei uns im Papierbereich gibt es doch noch ganz, ganz viele spezielle Marktplätze, wo wir auf Neukundenfang gehen, aber wo auch oft der Kunde von uns fordert, dass wir da eben mit vertreten sind. Und als 4. Säule bieten wir noch individuelle Lösungen an. Das ist ganz ein ganz wichtiges Kriterium bei der Firma kautbullinger, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Wir bieten Ihnen einen White-Label-Shop mit an. Wir bieten unterschiedliche Punch-Out-Formate an. Und wenn Sie irgendwelche Artikeldaten als CSV haben wollen oder als PDF und, da haben wir alles bei uns so ausgerichtet, dass Sie das von uns bekommen können. So, es geht weiter. Rein in die Praxis. Ich habe mal 3 Herausforderungen aufgelistet, vor denen wir stehen, vor denen Sie vielleicht demnächst auch stehen, wenn Sie sagen, Mensch, Sie wollen jetzt in den Bereich digital und online einsteigen. Ich bin selber jetzt erst seit 7 Monaten bei der Firma mit dabei. Ich habe jetzt mal sämtliche Kataloge, sämtliche Werbemittel der letzten Jahre, Jahrzehnte fast durchgeblättert. Und ich habe auch mal die ganzen Slogans rausgeschrieben, mit denen wir gearbeitet haben. Es ist von alles aus einer Hand. Wir sind da, wo Sie sind. Wir erleichtern Ihren Büroalltag und so weiter und so weiter. Also man sieht, dass sich hier im Laufe der Jahre doch der Fokus teilweise verlagert hat, aber teilweise ist man wieder auf altbewährtes zurückgekommen. Mal geht es darum, dass man einfach Produkte verkaufen will, mal geht es um den Servicegedanken. Da von meiner Seite heraus, also die Erfahrung, die Empfehlung, der Tipp, schauen Sie sich
immer das Geschäftsmodell an, in dem Sie sich bewegen. Überlegen Sie, mit welchen Erwartungen Sie jetzt und künftig zu kämpfen haben. Versuchen Sie, flexibel zu bleiben. Und auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, schauen Sie immer, Mensch, was macht denn die Konkurrenz? Haben die irgendwas Neues? Kann ich da mithalten? Will ich da mithalten? Herausforderung 2 ist für mich Offline meets Online. Unabhängig von Offline und Online, im Mittelpunkt steht trotz allem immer noch der Mensch. Wir haben auf der einen Seite die gute alte Welt, Offline-Welt mit einem Katalog, mit einer Logistik, mit einem funktionierenden Außendienst und mit diversen Stores. Wir haben in der schönen neuen Online-Welt Marktplätze, die aus dem Boden schießen. Herr Döller hat es ja vorhin auch schon ganz kurz erwähnt gehabt, dass das ein Thema ist, was immer präsenter wird, mit dem wir auch kämpfen müssen, wenn es um Preise, um Vergleichbarkeit geht. Es gibt immer mehr Startups, die in gewisse Nischen eindringen, die in gewisse Produktgruppen, in gewisse Zielgruppen eindringen, wo man sich erstmal behaupten muss. Wir beobachten, dass es immer mehr Markenshops auf dem Markt gibt, wo der Hersteller einfach selber jetzt die Technik und das Know-how bei sich vor Ort hat, um die Artikel zu vertreiben. Und wir beobachten auch, dass im Bereich Social immer mehr passiert. Man kann es nicht immer messen, was im Bereich Social passiert, oder man kann diesen Return on Invest nicht genau rauskriegen. Wir kriegen nur mit, je besser wir in den ganzen Kanälen vertreten sind, umso besser wird einfach die Aufmerksamkeit, umso mehr Potenzial können wir abschätzen. Aber unabhängig von Offline und Online, im Mittelpunkt steht für mich nach wie vor der Mensch, und es muss einfach gewährleistet sein, dass die ganzen Services und Prozesse, die im Hintergrund stehen, dass die laufen. Weil Sie wissen nie genau, was morgen ist. Denken Sie zum Beispiel daran, Amazon, der war ja jahrzehntelang oder jahrelang für seine Online-Aktivitäten bekannt. Jetzt auf einmal betreibt er auch Stores, damit hat man vor ein paar Jahren noch nicht gerechnet. Genauso kann es sein, dass irgendwann diese ganzen Stores vielleicht auch mal wegfallen. Thema Corona, da hat man ganz gesehen, dass man auch einen Vertrieb machen kann, ohne dass man einen Store vor Ort hat oder dass man auch vielleicht den Außendienst rausschickt. Also von dem her immer wieder mein Hinweis, hinterfragen und beobachten Sie immer wieder kritisch, was draußen alles los ist. Ja, Herausforderung 3 ist für mich Content. Im Bereich SEO hört man das immer wieder, Content is King. Dem kann ich zu 100% zustimmen. Es ist wichtig, dass Sie sich immer wieder neu positionieren. Es ist wichtig, dass Sie sich immer wieder neu zeigen. Und auch wenn es nur ein Stift oder ein Papier ist, wenn man sich genügend Gedanken darüber macht, wenn man mit seinen Kunden redet, wenn man mit seinem Team redet, wenn man mit den Leuten im Haus redet, man kommt doch immer wieder auf neue Ideen, wie man das vielleicht nicht so sexy Produkt neu verkaufen kann. Ich habe da jetzt mal ein paar Punkte aufgelistet, die sich bei uns in den letzten Jahren ergeben haben. Ist jetzt bestimmt für den einen oder anderen von Ihnen nicht hilfreich, wenn man über Kooperationen oder über Eigenmarken spricht, so ihnen aber zeigen, Mensch, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wenn man sich selbst neu positionieren kann. Wir hatten im Bereich Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, was von unserer Firmenleitung schon vor vielen Jahren aufgegriffen worden ist. Wir haben Umweltinitiativen gegründet. Wir haben geschaut, dass wir ökologische Produkte zu uns mit ins Sortiment hineinbekommen. Wir haben da relativ viel gemacht, waren auf Foren etc. unterwegs. Wir ernten dafür jetzt momentan die Früchte in der Form, dass wir vom Ministerpräsident Söder für unsere Nachhaltigkeit, für unsere Umweltinitiative ausgezeichnet worden sind. Und das ist auch bei vielen Kunden, wenn es um Ausschreibungen geht, mittlerweile ein sehr wichtiges Argument, wo nachgefragt wird, Mensch, wie ist denn deine Ökobilanz, wie nachhaltig bist du denn? Das ist ein Thema, das hat man vor 10 Jahren so vielleicht noch gar nicht auf dem Radar gehabt. Wir sind im Offline-Bereich
bei Kooperationen aktiv. Es gibt hier in München die Initiative für Münchens erste Häuser. Da ist dann neben uns auch noch ein Lodenfrei oder ein Sportschust, ein Hugendubel mit dabei. Da beteiligen wir uns. Wir haben vor Jahren schon angefangen, unser Lager, das war eine Zeit, wo es uns nicht so gut ging, haben wir angefangen, unser Lager auch für Fremdsortimente mit zu öffnen, was sich mittlerweile auch als lukrativer Nebenerwerb gezeigt hat, dadurch, dass immer mehr Händler eben online gehen, und da haben wir die Möglichkeit, dass wir ihnen da unsere Logistikleistung noch mit zur Verfügung stellen. Wir haben bei uns einen Showroom installiert, wo die Kunden, also B2B-Kunden, die Drucker, die Maschinen anfassen können. Wir bieten Schulungen mit dazu an. Wir schauen, welche Zielgruppen kann man denn ansprechen. Wir haben es geschafft, dass wir Eigenmarken mit einbauen. Also wirklich ähnlich wie in Aldi vielleicht, wo man qualitativ hochwertige Produkte hernimmt und die damit mit einem eigenen Label versieht. Und ja, wir haben uns auch noch Zusatzgeschäft mit einem Land geholt, wenn wir schon bei einer Firma drin sind und denen das Büro ausstatten, da gibt es doch immer wieder die Möglichkeit, dass man die zum Beispiel mit Visitenkarten mitversorgt. Also, wie gesagt, das sind einfach nur so Ideen, die wir im Laufe der Jahre entwickelt haben, und da muss jeder für sich mal schauen, Mensch, was kann er denn noch alles machen, um am Markt, um für den Kunden interessant zu sein. Stolpersteine. Ein Stolperstein, der sich bei uns zeigt, ist die Unternehmensstruktur. Ich habe jetzt mal die Subline, wir sitzen alle in einem Boot, aber ich habe diesen gängigen Spruch mal umgedichtet, aber jeder kocht sein eigenes Süppchen. Dadurch, dass wir historisch gewachsen sind, ich zeige hier mal mit meiner Maus drauf, ich hoffe, das sehen Sie draußen auch, dadurch, dass wir historisch gewachsen sind, da haben sich nach und nach verschiedene Unternehmensbereiche, verschiedene Sortimente und Anforderungen herausgebildet. Wir hatten einen Bereich 1. In dem Bereich 1 gab es einen Marketingmenschen, jemand für die IT, jemand für den Vertrieb und jemand, der sich an das Thema E-Commerce mitgekümmert hat. Irgendwann gab es einen Bereich 2. Da hat man den E-Commerce aus dem Bereich 1 gleich mitgenommen, weil der sich ganz gut auskennt, und man hat eine relativ starke Vertriebsmannschaft mit dahinter gestellt. Irgendwann hat man eine gute neue Idee gehabt, man hat einen neuen Bereich aufgezogen, hat von vornherein gleich konsequent E-Commercer mit eingestellt, einen Marketingverantwortlichen und einen Vertriebler. Parallel dazu gab es vielleicht auf der Geschäftsführerebene noch einen Marketingverantwortlichen und auch einen E-Commercer. Aus meiner Sicht ist das die falsche Herangehensweise. Aus der Erfahrung heraus würde ich es präferieren, wenn man es schafft, dass man die Kernkompetenzen, also rund um Marketing, E-Commerce und auch um die IT, dass man das in einzelnen zentralen Stellen bündelt, dass da viele Fäden zusammenlaufen, dass da Erfahrungen weitergegeben werden, dass man miteinander redet. Und dieses Miteinanderreden, das ist auch wirklich ganz entscheidend. Also es soll nicht eine Top-Down-Struktur entstehen, wo oben irgendwo irgendwie irgendwas entschieden hat und muss jeder dann auch leben. Nein, man soll dann wirklich alle miteinander im Austausch bleiben. Wie schafft man es, dass man im Austausch bleibt? Da ist wichtig, dass sie sich viel zusammensetzen, dass sie ihre Ziele definieren, dass sie ihre Aufgaben, die sie miteinander beschließen, dass sie die transparent machen, dass jeder mitarbeiten kann. Wir haben bei uns ein Ticketsystem, das nennt sich Redmine, das man einsetzt, wo man wirklich dann abteilungsübergreifend die Aufgaben verteilen können. Und für mich auch ganz wichtig ist, dass die alle im Unternehmen oder an den Projekt beteiligten Personen an den Erfolgen oder vielleicht an den Misserfolgen teilhaben lassen. Wir setzen dazu bei uns das Google Data Studio ein. Ich hoffe oder ich nehme an, das kennt der ein oder andere von Ihnen. Wir haben bei uns in den Shops ganz stark auf Google Analytics gesetzt. Und dieses Google Data Studio ist praktisch das PowerPoint für Google Analytics, sodass jeder über seinen Browser unabhängig von seinen eigenen Programmierkenntnissen auf die Zahlen zugreifen kann.
Für den einen ist es halt auch mal wichtig zu schauen, Mensch, wie entwickelt sich der Umsatz im Landkreis oder im Land Baden-Württemberg? Für den anderen ist es wichtig zu wissen, Mensch, wir haben jetzt letzte Woche ein Direct-Mailing im Bereich Hamburg rausgeschickt, welche Produkte wurden denn da häufig verkauft? Und wenn Sie das gut einrichten, schaffen Sie es, dass alle da gemeinsam reinschauen und dass man dann ein gemeinsames Ziel entwickeln kann, wo man dann auch darauf aufbauen kann. Stolperstein 2, das sind für mich die Preise. In der analogen Welt, sage ich mal, war es noch so, man hatte ein Produkt, dieses Produkt hatte einen Preis und dieser eine Preis, der war ein Jahr lang gültig. Egal, ob Sie jetzt in einem Laden gekauft haben oder ob Sie im Katalog gekauft haben. Diese Herangehensweise oder diese Eindimensionalität ist mittlerweile absolut obsolet und hinfällig. In der digitalen Welt, Sie sprechen von unterschiedlichen Margen, je nachdem aus welchem Channel Sie kommen. Sie sprechen von zig verschiedenen Channels. Da kann sich der Preis nahezu täglich ändern. Und da ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass Sie sich regelmäßig anschauen, zu welchem Preis, in welchem Kanal Sie denn welche Produkte mit vertreiben. Da gibt es mittlerweile richtig gute Monitoring-Tools dafür. Die kosten in der Erstanschaffung vielleicht ein bisschen Geld, aber ich sage Ihnen, das lohnt sich, weil Sie dann da wirklich beobachten können, was passiert mit meinen Produkten, was passiert am Markt draußen. Und dann ist es auch wichtig, wenn Sie schon erkennen, dass das Produkt am Markt draußen unterschiedlichen Preise erzielt und dass sie unterschiedliche Preise erzielen kann, lassen Sie sich nicht vom Einkauf oder von der Vertriebsleitung vorschreiben, zu welchem Preis Sie das Produkt denn verkaufen, sondern setzen Sie Ihren eigenen Preis und schaffen Sie eine Lösung, dass Sie diesen Preis auch dann an das ERP, an Ihr ERP zur weiteren Fakturierung weitergeben. Natürlich müssen Sie da aber auch mit Ihrem Store, mit Ihrem Vertrieb darüber reden, dass die wissen, dass Sie eine eigene Preisstrategie teilweise fahren. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn Sie dann den Artikel vielleicht für 2-3 Euro im Internet anbieten, im Store, aber im Gegenzug der Artikel bei 10 Euro ist, da bringen Sie dann den Store-Mitarbeiter schier zur Verzweiflung. Also reden Sie mit denen, geben Sie dann dem Store-Mitarbeiter vielleicht auch irgendwelche Instrumente mit an die Hand, sei es irgendwelche Verkaufsgutscheine oder auch irgendwelche guten Argumentationen, warum man das Produkt jetzt dann doch im Store für die 10 Euro kaufen sollte. Oder verweisen Sie ihn auf den Online-Shop und dann schaffen Sie es da vielleicht, dass Sie den Kunden als Wiederkäufer gewinnen. Stolperstein 3, das sind für mich die Standards. Wir sind bei Kaut Bullinger in der sogenannten PBS-Branche tätig. PBS steht für Papier, Bürobedarf und Schreibwaren. Wir sortieren alle unsere Produkte in den sogenannten E-Class-Standard ein. E-Class-Standard, der hilft Ihnen, der ist im Jahr 2000 erfunden worden, der hilft Ihnen nach gewissen Klassifizierungen die Produkte einzuordnen, zu beschreiben. Und dieser E-Class-Standard hilft Ihnen dann auch, einen digitalen Datenaustausch über Länder, über Sprachen und über Branchen hinweg zu gewährleisten. Wir setzen auf diesen Standard und demzufolge, das finden Sie ja bei uns auf der Internetseite wieder, haben wir halt eine Klassifikation für Bürobedarf, Tinte, Toner, Papier, Präsentationen und so weiter. Bloß jetzt ist halt das Problem, die Produkte entwickeln sich weiter, die Standards entwickeln sich weiter. Plus dieser E-Class-Standard, der entwickelt sich auch weiter. Wir haben uns jetzt schon darauf fokussiert. Nur, was machen wir jetzt, wenn neue Produkte kommen, zum Beispiel 3D? Wo sortiert man das ein? Oder wir sehen auch, dass in der Papierbranche die Umsätze für Papier rückläufig sind, klar, weil immer mehr digital wird. Also überlegen wir uns, in neue Sortimente reinzugehen. Überlegung ist, wenn wir schon eine komplette Büroausstattung verkaufen, wenn wir schon in dem Gebäude drin sind, warum bieten wir nicht für Hausmeister vielleicht nur irgendwelche Hochdruckreinigungsgeräte an? Kann man gerne machen, aber wo kriegen Sie das in diesem Standard mit unter? Von dem her, meine Anregung an Sie, mein Hinweis an Sie, schauen Sie sich die Standards an in dem Bereich, in dem Sie arbeiten. Überlegen Sie sich gut, können und wollen Sie langfristig mit diesen Standards zusammenarbeiten.
Es hilft Ihnen am Anfang mit Sicherheit, aber wie gesagt, einfach drüber nachdenken. Zum Thema Standard noch, sieht es ganz unten bei mir im Chart, wenn es um das passende Shop-System geht, da gibt es auch die zwei grundlegenden Ansatzweisen. Standard gibt ein Open-Source-Shop-System oder es gibt auch fertige Shop-Systeme. Bei den Firmen, wo ich vorher war, hat es immer gelohnt, da fertige Shop-Systeme zu setzen. Jetzt bei Firma Card Bullinger, da man doch über viele verschiedene Kunden sprechen, da wir extrem unterschiedliche Sortimente haben, macht es teilweise auch Sinn, im Bereich Open Source zu machen, Open Source zu arbeiten. Es gibt dafür keine Masterlösung. Das muss sich wirklich jeder für sich überlegen, was für ihn in dem Augenblick das Beste sein kann. Kann bestimmt der Herr Döhler dann auch nochmal einiges dazu sagen. Nächster Punkt, Stolpersteine, die Systemarchitektur. Dadurch, dass wir historisch gewachsen sind, hat sich historisch auch das ein oder andere System verselbstständigt. Wir haben zwar noch im Hintergrund ein einheitliches ERP, aber es hat dann im Laufe der Jahre, ging es dann los, man hat da ein CRM gebaut, hat noch ein zweites CRM gebaut, da kam PIM mit dazu. Alles im guten Wissen und Gewissen und mit den besten Absichten von den Leuten, weil man halt einfach gesehen hat, okay, ich würde gerne den Shop 1 mit den Informationen bestücken, den Shop 3 würde ich gerne mit diesen Informationen bestücken, so aus dem System kriege ich es nicht raus, also baue ich mir ein neues System. Ja, das Ganze wächst und wächst, sie brauchen halt dementsprechend viele Leute, die das ganze System dann pflegen und hegen. Man könnte die Striche und die Verzweigungen bis ins Unendliche fortführen. So, mein Ansatz, meine Idee an der Stelle ist, dass Sie versuchen sollten, in Headless Commerce vielleicht einzusteigen, also dass Sie einheitliche Standards schaffen, einheitliche Basissysteme sich schaffen als Grundlage. Ein System, in dem Sie ERP, CRM, PIM und ein CMS miteinander vereinen, also nicht 3, 4 verschiedene Insellösungen, sondern alles in ein System rein. Dieses eine System gibt die ganzen Informationen weiter an eine Commerce-Plattform. Das kann ein Open-Source-Produkt sein, kann ein Standard-Produkt sein, egal, sondern das für sich gut aufstellen. Und ganz, ganz wichtig ist dann, dass Sie eine gute API haben, wo Sie dann die Produkte oder diese ganzen Datenströme an die verschiedenen Frontend-Systeme weitergeben können. Früher hat man noch ganz normal klassisch seine Produkte über den Desktop angezeigt, über einen Browser. Mittlerweile spricht man auch von, wenn man über Apps bei den Handys arbeiten, dann kam im Laufe der Zeit die Apple Watch mit dazu, dann kam ein Lautsprecher mit dazu, an dem man nicht nur Informationen gibt, sondern von dem auch Informationen bekommen kann. Neuester Trend ist, dass die E-Autos immer mobiler werden, dass man mit denen wirklich Daten austauschen kann. Und wir wissen nicht, mit welchen Systemen oder mit welchen Geräten wir zukünftig noch reden müssen, was noch alles erfunden wird. Ich glaube aber, wenn Sie die Systemarchitektur gut und logisch aufgestellt haben, dass Ihnen das dann eigentlich relativ egal ist, welches System als nächster kommt oder welches Ausgabeformat als nächster kommt und dass Sie dann auch, wenn Sie es gut aufgestellt haben, in der Lage sind, den maximalen Profit für sich und für Ihr Unternehmen rauszuziehen. Chancen, die ich sehe im ganzen digitalen Bereich, jetzt speziell wieder auf Card Bullinger gemünzt. Wir sind vergleichbar, so ein Stift. Gehen Sie bei Google Shopping rein, gehen Sie bei Amazon rein, da sieht man relativ klar, was der Stift kostet und da gibt es auch keine zusätzlichen Features. Da entscheidet einfach der Preis. Da ist es ganz wichtig, dass man die richtige Preisstrategie fährt, dass man den Kunden wirklich zu sich in den Shop mit reinzieht,
dass sie es dann innerhalb vom Shop schaffen, dass der Kunde auch wirklich einen Kauf bei ihnen macht. Wenn der Kunde jetzt schon kurz vorm Checkout ist, aber dann noch zum Überlegen anfängt, dass sie ihn dann vielleicht noch irgendwie mit irgendwelchen Gutscheinen kitzeln, mit irgendwelchen Exit-Intent-Layern, dass sie Warenkorbabbrecher versuchen abzufangen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sie den Kunden beim ersten Kontakt oder dass sie den Kunden dazu bringen, dass er bei ihnen kauft, dass er zu ihnen ins System reinfließen kann. Denn wenn sie den Kunden mal in ihrem System drin haben, wenn sie das System gut aufgestellt haben, haben sie dann im vierten Schritt die Möglichkeit, den Kunden zielgerichtet anzusprechen. Das kann über einen, das kann über den Online-Shop sein, das kann speziell über einen Außendienst sein, das kann über einen Laden sein oder auch ein gutes altes Direct-Mailing ist nach wie vor eine gute Möglichkeit, Kunden in gewissen Preissegmenten oder in gewissen Regionen anzusprechen. Yep. Ich mache an der Stelle mal einen Cut, beziehungsweise möchte noch ganz kurz das Thema Corona beleuchten. Corona hat uns bei Cardpooling ganz stark betroffen. An was sparen die Kunden als Erster? Wenn sie im Homeoffice sind, sie brauchen keine Stifte mehr, sie brauchen kein Papier mehr, weil alles auf einmal digital läuft oder weil es der Chef nicht mehr bezahlt und schwupp, schon muss ich nicht mehr alles ausdrucken. Das haben wir ganz stark gemerkt. Wir hatten da massive Umsatzrückgänge. Wir merken jetzt, dass deutlich weniger Büromöbel nachgefragt werden, dass da die Investitionen ausbleiben. Wir hatten die Situation, dass der Einzelhandel über Wochen hinweg schließen musste. Wir hatten die Situation, dass die Ware knapp wurde, weil die ganzen Nachschubwege zu waren. Wir konnten umgekehrt aber auch keine Zustellungen mehr gewährleisten, weil, ein ganz banales Beispiel, weil die Pförtner bei den einzelnen Firmen auch nicht mehr da waren und unsere LKWs nicht mehr reinfahren konnten. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, unseren Außendienst zu den Kunden rauszuschicken. Und auch ganz spannend, interessant, Thema Desinfektionsmittel, Spuckschutz. Ich habe es mal ein bisschen lustig dazu geschrieben, was ist das? Also wir führen für unsere Kliniken seit Jahren schon Desinfektionsmittel und Spuckschutz irgendwie mit. Das läuft halt immer so als Randsortiment mit. Und auf einmal von einem Tag auf den anderen hat die ganze Welt nachgefragt, ob wir das nicht liefern können. Konnten wir leider zum Anfang nicht. Mittlerweile haben wir uns da besser aufgestellt. Zum Thema Corona noch, es geht ja darum, wie kann man das in Zukunft meistern, wie kann man damit gut umgehen. Wir sind jetzt schon dabei, für uns eine neue Strategie festzulegen, dass gerade durch die Presse geht, was passiert denn jetzt im Winter oder was passiert im Herbst oder Winter, kommt dann da die zweite Corona-Welle. Da sind wir jetzt intern dabei zu schauen, okay, was müssen wir machen, wie müssen wir unsere Mitarbeiter darauf ausrichten, wie müssen wir unsere Technik darauf ausrichten, dass wir dann von einem Schlag im Falle eines Lockdowns so wirklich in der Lage wären, wieder mobil zu arbeiten. Wir überlegen uns, wie können wir Kontakt zu den Kunden halten, wenn man nicht rausfahren kann, sei es Mailing, sei es mit Newsletter, sei es mit Microsoft Teams, was wir eingesetzt haben. Also da denken Sie, laufen jetzt schon die Gedanken für die nächste Corona-Welle. Vielleicht ist es eine Corona, vielleicht ist es irgendwie ein anderes Szenario, aber vielleicht kann man da mal später wieder drauf zurückgreifen. Nächster Punkt, ich habe es mit einem Smiley versehen, suchen Sie sich die richtigen Kunden, was nicht so einfach ist. In dem Fall hatten wir Glück. Bei uns im Kundenstamm sind extrem viele Kliniken vertreten, Klinikverbände, Universitätskliniken, Forschungsanstalten. Bei diesen Verbänden und Kliniken ist der Umsatz eigentlich deutlich über den Vorjahren gelaufen. Und ich kann es nur nochmal sagen, haben Sie immer einen Plan B in der Schublade? Mein Plan B wäre eigentlich, also ich hätte einen Plan B für mich gehabt. Und jetzt würde ich hier gerne mal auf dieses Video springen, das jetzt in der Animation leider nicht funktioniert. Herr Döhler, können Sie mir helfen? Ja, hört man mich? Ja. Gut, ich gehe da mal ganz kurz rein und würde mal das Video ganz kurz anschalten und dass wir das ganz kurz mal hier im Kinomodus bei mir anschauen. Eine Sekunde.
Moment. Genau, dafür teile ich einmal einfach mal ganz kurz den Bildschirm. So, den sollten Sie jetzt sehen und ich mache jetzt hier direkt das Video an. Sie hören jetzt wahrscheinlich den nicht, aber da kommt jetzt auch nur Rockmusik. Ja, es ist ziemlich peppige Musik. Können das, da müssen wir schauen, wenn wir dann die Charts verteilen, dass wir da den Link auch nochmal explizit mitgeben. Also das wäre mein Plan B gewesen, wenn der Lockdown jetzt noch länger angehalten hätte oder wenn dieser Lockdown mal wieder kommt, dass wir es dann schaffen, dass wir unsere Internetseite, dass wir unsere digitalen Kanäle auch an den geschlossenen bei unserem Store an den Schaufenstern spielen, sodass uns der Kunde auch in dieser Zeit einfach digital erreichen kann. Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen, dass wir das noch realisieren mussten. Unsere Geschäfte mittlerweile wieder laufen. Aber auch da vielleicht nochmal der augenzwinkernde Hinweis, je besser Ihre Systemarchitektur aufgestellt ist, je besser Ihre API ist, umso leichter ist es für Sie dann auch solche neuen, ich sag mal, Schaufensterformate anzusprechen. Gut, persönliche Tipps von meiner Seite noch ganz, ganz kurz aus der Erfahrung heraus, das Homeoffice der letzten 3 Monate, also wir hatten in den letzten 225 Jahren, sage ich mal, bei der Firma Kaut Bullinger noch nie ein Homeoffice, wir haben es aber in den letzten 3 Monaten Tag und Nacht praktiziert. Es hat richtig gut funktioniert. Learnings daraus sind aber, dass Sie bitte Ticketsysteme nutzen sollten. Schauen Sie, dass Sie gute Online-Kooperationstools finden. Meine Empfehlung, Hände weg von E-Mails. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie sich über E-Mails austauschen, weil da verlieren Sie nach der 5., nach der 6. Mail, verlieren Sie den Überblick und Sie wissen nicht mehr, was hinten und vorne ist, unabhängig von den ganzen Anhängern, die da mitgeschickt werden. Wichtig ist auch aus meiner Sicht, dass Sie alle Prozesse immer dokumentieren, auch wenn es manchmal nervig ist. Weil wenn Sie im Homeoffice sitzen, können Sie nicht einmal schnell über den Bildschirm rüberrufen, du Hans, wie ist denn das? Wir haben das letzte Woche gemacht oder du, da war doch was. Je besser Sie das dokumentiert haben, je besser Sie da zentral nachschauen können, umso einfacher tun Sie sich. Und letzter Punkt noch, meine Empfehlung auch, arbeiten Sie in der Cloud. Die Cloud ist always on, da kann jeder immer darauf zugreifen. Als kleines Beispiel, ich denke, das kennen die meisten von Ihnen. Wenn Sie irgendwelche Besprechungen haben, kommen meistens irgendwelche Protokolle, irgendwelche To-Do-Listen raus. Da gibt es dann einen, der hat die verantwortungsvolle Aufgabe, diese To-Do-Listen zu schreiben, diese Excel-Listen rumzuschicken. Innerhalb von nicht einmal 5 Minuten ist diese Excel-Liste überholt, weil der eine wieder was Neues reinschreibt, weil sich wieder irgendwas ändert, weil noch was mit dazukommt. Da von meiner Seite her die Empfehlung, packen Sie solche Listen in die Cloud rein. Wir setzen hier bei uns die Google Sheets mit ein. Da kann jeder immer in Echtzeit drauf zugreifen und aktuell seine Sachen mit eintragen. Und das führt dann dazu, dass Sie dann nicht der Depp oder der Hiwi für alle anderen im Haus sind und da die Sachen nachprotokollieren und dass dann auch nicht 10 Excel-Versionen im Haus irgendwo unterwegs sind. Dann, ja, Follow-Us, auf welchen digitalen Kanälen sind wir unterwegs? Können Sie dann gerne mal noch reinklicken. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich da anmelden, wenn Sie sich da umschauen, wenn Sie da Mitglied bei uns werden. Und ja, ganz zum Abschluss, aufgrund der Zeit bin ich jetzt etwas durchgerast. Letzter Satz nochmal. Der Schlüssel zum Erfolg ist von digitalen Konzepten und Multi-Channel-Strategien ist und bleibt aus meiner Sicht einfach immer noch der Kunde. Egal, was man sich ausdenkt, es geht um den Kunden. Mhm.